Ho, ho, ho. Boah, wo ist denn das schon wieder hin? Ja, klar. Unterm Bett. Wo auch sonst. Völlig eingestaubt. Naja, wenn wir schon mal hier sind, regeln wir gleich alles, was geregelt werden muss. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Utes Unnützer Adventskalender. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum eine CD so ist, wie sie ist? Da gibt es nämlich eine Geschichte. Und zwar war es angeblich so, dass der Vizepräsident von Sony, ehemaliger Opernsänger, großer Fan von Beethovens 9. Sinfonie war und der Meinung war, er möchte das doch gerne hören, ohne den Tonträger wechseln zu müssen. Also, zack, bumm, auf eine CD passt Beethovens 9. Die CD war dann aber laut Technik, wie auch immer, 12 cm im Durchmesser und dann war so große Panik, oh mein Gott, eine CD passt nicht in der Anzugtasche. Warum auch immer eine CD in der Anzugtasche passen soll. Aber dann wurden kurzerhand weltweit alle Anzüge ausgemessen. Zumindest fast. Und so wurde eben der Standard einer CD festgelegt, weil sie dann nämlich festgestellt haben, passt in der Anzugtasche. Und so kann man eben mal flott, bevor man schick aussieht, noch eine CD brennen und sich in der Tasche stecken und dann beim Date, guck mal hier, ich hab dir ein Mixtape mitgebracht. Ist eigentlich voll die geile Idee. Nun gut, ihr Lieben, ich hoffe, die Information war neu für euch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Tschüss!